So, und damit herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia mit hoffentlich besserer Audioqualität. Ich habe mir ein neues Headset gegönnt für 60 Euro und hoffe, dass ich jetzt einfach nicht mehr so blechern klinge wie noch in den letzten Videos. Wir sind hier immer noch im Panzer, der in der Kanone steckt, der jetzt Richtung Elysium geschossen werden soll. Und es bleibt nicht mehr allzu viel zu tun. Mal gucken, drücken wir erstmal auf den Türknopf. Na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Die wollen also alle mit? Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, oh. Jetzt sollte es funktionieren. Danke. Okay. Zündung. Nein, noch nicht. Gold. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Klingt gut. Sie wirkt gar nicht nervös. Nicht, dass es einen Grund gäbe, nervös zu wirken. Herr Rufus, das ist Vertrauen. Na dann, auf geht's. Elysium, wir kommen. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren Besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Sassa Schnabbel, die Dummen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Also gut, wir sind wohl nicht ganz auf Elysium gelandet, sondern auf dem Organon-Kreuzer, wo wir ja auch, weiß ich gar nicht, wollten wir da hin, wollten wir da nicht hin? Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg. Sie lassen mich nicht durch! Tja, schade, dann kehren wir wohl lieber wieder um, was? Der gute Wille war da, das zählt. Jetzt bin ich doch tatsächlich zusammen mit Goal auf dem Weg nach Elysium. Irgendwie hatte ich mir die Reise anders vorgestellt. Wo bleiben die Erfrischungsgetränke? Organon. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Ich störe ja nur ungern, aber... Dürfte ich vielleicht kurz mal... Nein? Entschuldigung. Hallo? Hallo. Achtung! Huch! Amtmann an Deck! Abteilung! Stillgestanden! Der Ruhe, Herr Amtmann! Oha! Ich meine, recht so. Ja, so gehört sich das. Siehst du das? Die hören auf mich. Können sie auch Stöckchen apportieren? Ach nee, dafür fehlt mir der Sinn. Schlechte Erfahrung? Ich will nicht darüber reden. Ach komm, Rufus, denkst du da etwa an ein kleines Klefferbeiz zurück? Na gut, gehen wir weiter. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Oh, Backe. Noch mehr von der Sorte. Achtung! Amtmann an Deck! Hey, ich sagte Amtmann an Deck! Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau! Ja! Euer
recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann, nicht wahr? Da ist doch jemand dahinter. Ist das Cletus? Bitte nicht. Oh, Backe. Noch mehr von der Sorte. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tu ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Aufwärts. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tu ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Anhalten. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt genau. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Also was denn jetzt, Cletus oder Argus? Argus. Na, warte. Nein, nein, nein. Was soll der Blödsinn? Ich will nur sicher gehen, dass du keine Verstärkung kriegst, Kollege. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Meinst du wirklich, dass du dich mit solchen Sperränzchen retten kannst? Warte mal, ich hab da gerade was gesehen. Komm her und kämpfe wie ein Mann! Was haben wir denn da? Ein Pedal? Hey! Das war gut! Was soll der Blödsinn? Das hilft noch nicht wirklich weiter. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Ja, her damit. Aua! Ja, komm, kriegst du nochmal einen. Hey! Und jetzt runter. Autsch! Oh! Das war ja einfach. Dann gehen wir mal. Wo kommen wir hin? Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das. Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus.
Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Nun ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, ja, dass dieser Arsch hier neben mir ist bei weitem nicht der einzige Arsch in diesem Raum. Schön alle beleidigen. Jeder einzelne von euch ist ein Arsch. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal an. Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen, den Planeten in die Luft zu sprengen, Deponianer zu terrorisieren oder was wir sonst so machen den lieben langen Tag? Nein! Armen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Herrschen. Und diese Herrsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Diese epische Musik dazu. Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrinne! Shit. Schaut euch doch mal um! Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Großartig. Ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Ordnung! Ich bin ein Arsch und ihr seid alle Ärsche. Sauber, dann kann ich ja gehen. Großartig. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so, die Hymne. Los geht's. Oh, Ga, non. Oh, Ga,
Kanon. Oh, oh. Organon. Organon. Oh, Organon. 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 Oh, oh. Organon. Jetzt müssen wir es, glaube ich, haben. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Eine Note nur noch. Organon. Organon. Oh, Organon. Oh, oh. Organon. Na nun, dann war's ja ganz weg. Ich glaube, jetzt haben wir's richtig. Organon. Oh, Organon. Jawohl. Oh, oh. Organon. Ganz schön laut gerade. Frag mich, wo sie das Orchester stehen hatten. Ah, Cletus, da sind sie ja. Wo ist ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? What? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus.
Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort! Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Nein! Sinar! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Aber was? Was? Ja, das erfahren wir in der nächsten Folge. Die Folge jetzt ist, glaube ich, schon wieder etwas länger, als sie sein sollte. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich denke, viel haben wir nicht mehr vor uns. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Goodbye, Deponia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö, tschö.